sehr drüber. Auch viele optimistische Tipps mit 11 Siegen und 10 Siegen. Auch ein paar, wo ich gedacht habe, dass sie doch ein bisschen niedrig sind. Mit, ich glaube, 6 war das niedrigste. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Waren doch viele auch so in dem 7er, 8er, 9er Bereich. Also schon wirklich alle relativ optimistisch. Dass wir hier ein ordentliches Deck zustande bekommen haben, ist, denke ich, außer Frage. Die Frage ist halt, wie viele Druiden kommen auf uns zu? Das ist schon mal keiner. Okay, dann schauen wir doch mal. Den Goblin-Leibwächter möchten wir natürlich nicht haben. Die beiden sind ganz nett, wobei ich sogar gar nicht weiß, ob ich das Totem haben möchte. Ich denke, dass ich das wegtue und lieber versuche, einen anderen Zweitdrop zu bekommen, weil die beiden will ich behalten und den nicht unbedingt als Zweites spielen. Sehr, sehr gut. Haben genau das Richtige gemacht, bin ich der Meinung. Hoffentlich hat er keinen Lepra-Gnom oder so ein Shit. Gut, hat er nicht. Da wäre aber auch die Antwort dafür gekommen. Ich hoffe, dass ich die erst spielen muss, wenn ich die draußen habe. Wird aber wahrscheinlich nicht so passieren. Melde mich zum Dienst. Okay. Totem wir mal. Ein Heiltotem, dann kann ich auch traden. Passt eigentlich bis jetzt. Chance, dass wir nächste Runde ihn spielen, ist sehr hoch. Ja, den muss ich eh traden, kann nicht mit Waffe kaputt machen. Machen wir das doch. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt keine Waffe zur Hand hat, also keinen Echtsilber-Champion, weil er damit den Elemental halt auf jeden Fall kaputt machen wird. Da hat er ihn auch. Das macht aber nichts, weil wir ja den Us haben. Also es ist jetzt nicht so schrecklich, dass das passiert ist. Das ist der Us, das ist das Totem. Und das war unser Spielzug. Gab es leider keine andere Wahl. Ich hätte ganz gerne das Mana-Flut-Totem gespielt, aber da war mir ein Mana zu wenig. Ach ja, die nächste davon. Also das ist ein bisschen eklig, muss ich zugeben. Das heißt, wir können auch das Mana-Flut-Totem nicht spielen. Mit anderen Worten, wir können ihn auch nicht spielen. Ich denke, wir müssen die hier spielen und spielen noch ein Totem. Und greifen mal eine Runde an. Mal gucken, ob er eine Weihe hat. Ich denke, so langsam wird sie interessant. Wobei die zwei Dreier halt überleben würden und das Rest sind nur Totems. Ein Hammer für einen der zwei Dreier. Bisher hat er nur die typischen Vierer Paladin-Karten. So richtig am Start. Und ein Worgen war es. Genau, es waren nur Paladin-Karten und ein Worgen. Und die Hero-Fähigkeit eben. Der ist cool, weil wir den einfach gegen das 1-1er Totem tauschen können. Und das wir dann auch machen. Und dann spielen wir das Mana-Flug-Totem, würde ich sagen. Warum? Weil wir es können. Und ich die Chance habe, eventuell mehrere Karten rauszuziehen aus dem Mana-Flug-Totem. Bitte nicht das Mana-Flut-Totem. Danke. Nicht mit mir. Das ist ein bisschen eklig. Da gibt es nur einen Spielzug meines Erachtens. Das soll eine Waffe sein. Wir traden das Heiltotem. Wir hätten auch auf den machen können, aber wäre es auf 2 AP gewesen, das will ich nicht. Und spotten, also wir verhexen den da. Und beziehen noch mehr Karten aus unserem Totem. Denke, das ist sehr geil. Weil wir dadurch auf lange Sicht definitiv den Kartenvorteil bekommen. Gucken, ob er das Totem kaputt macht. Muss er eigentlich. Macht er auch. Dann können wir jetzt gut mit der Lava-Eruption arbeiten. Eventuell könnten wir sogar die Waffe spielen. Waffe plus Rockbiter. Ich denke nicht, dass das so schön ist. Ich denke, wir machen den
Move und spielen den da und traden auf jeden Fall das Ding weg. Das ist halt ein bisschen blöd, dass wir jetzt die Axt so lange auf der Hand haben, weil irgendwann kommt noch eine zweite und dann ist auf jeden Fall eine nutzlos. Ich denke, wir werden sie nächste Runde dafür spielen. Zumindest sieht es aktuell danach aus. Das ist schon mal ziemlich klar. Den Panda will ich nicht spielen und guck mal, was den Totem kommt. Und das Totem ist ein bisschen uncool, aber egal. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Damage. Ich übernehme das. 15 HP ist nicht mehr die Welt, muss ich sagen. Eklig wäre Equality vielleicht. Arkan Golem für ihn hier. Kann ich nachvollziehen. Das, achso, dann wird er da jetzt traden. Wird mit dem den Hundi wegmachen. Alles nachvollziehbar. Und damit hat er dann tatsächlich einen Boardclear erreicht. Was ich nicht für möglich gehalten hätte. Wenn ich ehrlich bin. Wir haben 9 Mana, einen Blitzschlag. Das ist eine gute Karte schon mal. Dann können wir den auf alle Fälle wegmachen. Spielen den da und einen Totem. Und machen den 1-1er noch kaputt. Das passt. Alles gut. Mal gucken, wer den 6-7er wegmachen will. Wir haben schon den zweiten Ogre in den Startlöchern. Das ist natürlich auch eine gute Karte, aber die reicht noch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er mit der Waffe in den Ogre angreifen will. Zumal es ja nicht mehr reichen würde, sehe ich gerade. Er hat ja 7 HP. Da war ich gerade ein bisschen weit weg, muss ich sagen. 6 plus 5 sind 11. Das reicht nicht. Ich denke, wir werden auf jeden Fall den Trade machen. Werden das machen. Werden gucken, was für ein Totem wir bekommen. Ein Kaka-Totem. Und dann denke ich, werden wir tatsächlich ihn hier hochholen. Und die hier spielen. Und damit unseren Zug beenden. Und einfach mal zwei frische Ogre dann jetzt in der nächsten Runde spielen können, während er definitiv keine Karten mehr so großartig hat. Was sehr, sehr gut ist für uns. Er versucht so ein bisschen in unser Gesicht zu rennen, weil er denkt, dass ich nächste Runde traden werde. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er das denkt. Okay. 5 und 5 sind 10. Plus 3 ist tödlich. Okay, das reicht doch. Zack, da haben wir gewonnen. Perfekt. Sehr schön. Ich denke, der hätte sogar noch ein bisschen Burst Damage gehabt wahrscheinlich. Deswegen hat er das auch so eisern versucht, sage ich jetzt mal. Aber es steht 3:0. Was wollen wir mehr? Ab ins nächste Match. Wir wollen natürlich ein 4:0. Das ist, steht ja außer Frage. Ich muss sagen, Arena läuft aktuell ein bisschen besser als Constructed. Zumindest gestern und heute. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert, falls ihr die Constructed Folge noch nicht gesehen habt. Wenn, dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Es lief natürlich erstklassig. Die beiden gehen weg, die will ich nicht. Die beiden sind ziemlich geil, vor allem wenn wir die Münze haben. Der ist auch super. Das ist eine schöne Hand. Kein Zweifel. Zolok wahrscheinlich, da ist das auch schon. Okay. Wir spielen das da. Und spielen den Minion. Das Licht beschützt mich. Ich habe mir best überlegt, ob wir den Minion nicht spielen, aber die Chance, dass er einen 1 HP-Boot spielt, ist sehr groß.
Und die Chance, dass er nicht unbedingt den zweiten Leerwand lädt, ist auch... Oh, das ist natürlich... Also entweder ist es doch kein Zulock, oder ist es ziemlich scheiße für ihn gelaufen. Eins von beiden, würde ich sagen. Durch den Overlord konnte man natürlich nichts spielen. Ich denke aber, dass es ein Zulock ist oder ein Murloc-Deck und es einfach ziemlich scheiße für ihn gelaufen ist, dadurch, dass wir den Leerwandler einfach weggewichst haben und den einen Dude aufs Feld gebracht haben. Okay, er hat tatsächlich den zweiten Leerwandler, der macht uns aber in dem Zug jetzt keine großen Schwierigkeiten, weil wir einfach einen Flammenzungen-Totem schmeißen können und dadurch ihn wegtraden können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Handlock ist, mit 7 Karten auf der Hand. Es muss ein Handlock sein, wenn er einen Höllenfeuer hat. Bisschen verrückt. Aber welcher Handlock spielt Leerwandler? Das weiß ich, also... Weiß ich nicht. Ich meine, ja gut, man muss immer, man darf nicht vergessen, dass es kein Constructed ist und die Decks natürlich sich ein bisschen das gut stark unterscheiden. Ich denke, dass es besser ist, weil den bringt man da raus. Aber in meiner Meinung nach sollte man sich auch an den Constructed Decks so ein bisschen orientieren. Das heißt also, man sollte jetzt nicht von jedem Pferd im Stall eine haben. Mal schauen, was das noch so wird. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Plan B. Ich denke, wir können uns das tatsächlich leisten, hier das Mana-Flug-Totem zu droppen. Oh, sehr geil. Haben wir auch eine Kill-Karte quasi, falls irgendwas Ekliges kommt, um das Mana-Flug-Totem zu protecten. Ganz geil, finde ich. Aber wir sehen auch gerade wieder kein Druide. Also wir hatten wohl ein bisschen Pech mit unserem Magier-Deck. Wenn wir jetzt 4 Matches gemacht haben und keinen bekommen haben und bei dem anderen 8 hatten und 3 hatten. Ich habe meine Beute. Oh, okay, einen Großwildjäger. Okay. Auf in die Schlacht, okay. Jetzt geht er aber voll raus. Der Gute. Wie spielen wir das? Ich denke, wir traden so. Gucken mal, was für ein Totem wir bekommen. Das ist nicht das Totem, was ich mir erhofft habe. Ich will mal auf alle Fälle das hier. Ich will die gerne auf dem Feld behalten. Ich denke, dass wir die hier sogar tatsächlich spielen werden. Und dann machen wir das so, dass wir den kaputt machen und den kaputt machen. Und dadurch unser Feld protecten quasi. Das habe ich jetzt aber auch nur gemacht, weil ich das Mana-Flut-Totem auf dem Feld habe und dadurch den Kartenvorteil einfach nicht so groß werden lasse von ihm durch den Tap. Und er scheinbar ja keine Removal-Karten hatte. Okay, er hat eine weltliche Ängste, das ist ein bisschen bitter. Aber anders war es nicht zu spielen. Zumindest nicht, wenn wir das Board clearen wollten. Okay. Geht's aber los hier. Ein Leerwandler. Nicht schlecht. Herr Specht. Okay, und ein Seelenfeuer. Aber da verliert er noch eine Karte. Ein Oger. Das ist schön. Da hätte man nämlich Probleme gehabt, mit umzugehen. Meiner Ansicht nach. Spielen beide die, weil die beide gegen den Leerwandler tödlich sind. Kartenvorteil ist auf... Ausgeglichen, ich wollte gerade sagen, auf unserer Seite ist aber ausgeglichen. Wir haben mit Feldkarten 5, er hat mit Feldkarten 5. Wir haben allerdings 2 AP mehr und haben das stärkere Board. Das heißt, wir sind aktuell im Vorteil, würde ich sagen. Möglichkeiten.
Das ist ein bisschen eklig, weil er das Schild wegmacht. Und er jetzt mit dem Leerwander traden kann gegen einen der beiden. Das war irgendwie sehr mutig, muss ich sagen. Das spielen wir auf alle Fälle. Dann machen wir das da. Wir haben auf jeden Fall einen Panda, deswegen will ich lieber ihn wegtraden. Also ihn hier. Weil wir eventuell die hier wieder hochwandern können. Die Waffe war natürlich das Perfekte, was wir dort ziehen konnten. Gut, ich meine, einen Blitzschlag oder sowas hätte es auch getan, aber es war schon erstklassig. Er hat ziemlich viele Karten immer noch auf der Hand. Und er hat ja auch höhere Karten, wie wir jetzt schon gesehen haben, mit dem Infernal und mit dem Ogre, der weggegangen war. Also er hat nicht nur kleine Karten, der hat wirklich so Mischmasch. Zieht schon wieder eine Karte, obwohl er schon auf 13 AP ist. Gucken wir mal, was da noch so kommt. 4 Mana hat er noch. Fleischfressender Ghoul. Interessant, den da zu spielen. Totem gucken. Heal Totem. Fertig. Da würde ich sagen, traden wir da. Opfern den. Spielen den. Und greifen an. Und da können wir auch angreifen. Weil wir ja noch eine Aufladung danach haben. Und so lange geht das Spiel auf jeden Fall nicht mehr. Sieht sehr gut für uns aus. Tappt nochmal auf 7 AP. Das heißt, er hat nicht wirklich eine gute Antwort, ansonsten würde er nicht tappen. Ein Dämonenfeuer. Macht er den Hundi kaputt? Reicht er ihm aber einfach nicht. Der müsste jetzt noch irgendwie was anderes haben. Der reicht definitiv auch nicht. Der auch nicht. Das haben wir gewonnen. Alles da. Super gut. Damit steht es 4:0. Also die optimistischen Tipps haben schon mal einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und hoffe natürlich, dass es das nächste Mal so weitergeht. Und ja, freue mich natürlich noch über Feedback, über dieses Ranking-Listen-Ding, was ich einführen möchte von der letzten Folge und natürlich auch über die aktuelle Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!